Das Thema dieses Films ist die additive Farbwahrnehmung. Dieser Kreisel ist eigentlich gar nicht weiß. Wird er langsamer und kommt zum Stehen, sehen wir, dass seine Oberfläche aus den Farben Rot, Grün und Blau besteht. Auch die weiße Fläche des Bildschirms besteht aus vielen kleinen bunten Punkten. Genau genommen sind es auch hier die Farben Rot, Grün und Blau. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Thema dieses Films ist die subtraktive Farbwahrnehmung. Was für eine Farbenpracht! Umso erstaunlicher ist, dem Maler genügen bereits 3 Farbtuben, um ein solches Bild zu malen. Hat er Cyan, Gelb und Magenta auf seiner Palette, kann er daraus nahezu alle Farbtöne mischen. Cyan gemischt mit Gelb ergibt das kräftige Grün der Blätter. Magenta gemischt mit Gelb leuchtet als Rot der Blüten. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.